zweiter Teil vom Interview mit René, Linux Advanced Mastermind. Okay, René, die Kinder, die 10-jährigen Unterstufler können jetzt tippen nach 2 Monaten circa. Ja, sie können dann, du sagst, sie benutzen auch zu Hause den USB-Stick, machen damit dieselben Programme, die sie in der Schule haben. Was sind deine Erfahrungen? Die werden ja ein bisschen reden. Was machen sie gerne? Es sind ja haufenweise Anwendungen drauf auf dem Linux Advanced Stick. Ne? Was sind sozusagen das, womit sich die Kinder gern beschäftigen, abgesehen jetzt von den Hausaufgaben? Ja, ich sage mal, in der ersten Klasse ist es immer nicht so, dass sie schon beginnen, überall alles auszuprobieren, sondern da müssen sie immer die ganze Schule reinfinden, sage ich mal, einen Rhythmus bekommen. Ab der zweiten Klasse ist es dann eher, sage ich mal, dass sie einfach dann dort und da ein bisschen schauen, was gibt es im Programm noch, wie funktioniert das. Es sind vielleicht noch nicht dann irgendwelche Killer-Applikationen, wo man sagt, genau diese Anwendung ist es, die so, wo die Schüler so toll drauf abfahren. Sondern es ist einfach das Konzept dahinter, dass wir den Schülern einen Freiraum ermöglichen, sage ich mal, wirklich mit ihrem USB-Stick, sage ich mal, der ihnen gehört, auch vieles ausprobieren zu dürfen. Die können den umstellen, verstellen, sage ich mal. Und wenn dann wirklich mal nicht funktioniert, also gar nicht mehr sage ich, funktioniert, dann kann man in 7 Minuten wieder herstellen, sage ich mal. Das können Sie auch selber Applikationen dazu installieren über so eine Synaptik? Es ist so gedacht, grundsätzlicherweise, und zwar mit pädagogischen Hintergedanken, dass wenn ein Schüler Änderungen durchführt von den Softwareprogrammen, die da oben sind, und startet beim nächsten Mal wieder, sind die nicht da. Also dass die Arbeitsumgebung möglichst bleibt nicht persistent. Bleibt nicht persistent, aber wir haben ein LA-Tool dazugefügt, das heißt LA-Snapshot, wo man auch solche Softwareänderungen noch dauerhaft abspeichern kann. Aber nur auf Bedarf, wenn man es wirklich aktiv anklickt und aktiv abspeichert. Das heißt, wenn er sich fair installiert und er macht einfach nichts, hat beim nächsten Boot wieder das normale System. Er kann ausprobieren und im Regelfall kann sich das System nicht so verändern, dass er sofort nach ein paar Versuchen, sage ich mal, nicht mehr gescheit läuft. Die haben einfach mehr kreative Möglichkeiten und dadurch lernen sie einfach wirklich was mit der Informatik umzugehen und das taugt dann natürlich und das sind weniger Key-Applikationen, sondern einfach wirklich die Möglichkeit, was zu machen. Mhm. Und deswegen ist es so, dass so ein paar sehr Interessierte dabei sind, sich selbstständig nachher schon in der 3. Klasse verschiedene Betriebssysteme installieren, ob Ubuntu, Fedora, das Linux Advanced selber natürlich. Auf ihrem Heim-PC. Auf ihrem Netbook zum Beispiel, mit den Netbook-Klassen oder Heim-PC. Das sind einfach Fähigkeiten, die darin entstehen. Das heißt, er kann mit 13 Linux installieren, weil es ihn interessiert. Nicht jeder, aber manche helfen sich ja gegenseitig. Ja. Aber diese Fähigkeiten werden einfach schon gefördert, weil sie plus minus basic einfach mehr Freiraum haben, als bei einem zum Beispiel installierten Windows- oder auch Linux-System, wo ich alles sperre und verbiete. Das ist einfach von der Philosophie was anderes, wo sie einfach wirklich was dürfen, sage ich mal, und wo man weniger verbietet. Und hat er jetzt, wenn er Internetzugang hat und einen Linux Advanced Stick reingesetzt hat, hat er volle Zugriff auf alle Debian-Respos? Also kann er Synaptic aufrufen und kann sich jetzt von Debian alles, das heißt, er könnte sich theoretisch jetzt die Games entdecken und da hat er 2000 Games installieren, wenn er will. Manche Lehrer denken wahrscheinlich, Spiele und gefährlich, wir haben es standardmäßig nicht dabei, aber erst vorige Woche, 3. Klasse Informatikunterricht, habe ich genau 13-Jährige mit ihnen 13-Jährige Kapitel Software abgeschlossen und ihnen gezeigt, okay, installieren wir Synaptic, die GNOME Games, haben sie nachher mit LA Snapshot sogar da auf dem Stick draufgespielt und dann haben sie nachher ein paar sinnvolle Spiele oben. Ist für mich kein Problem, ist ja auch ein Lerneffekt, sage ich mal. Super, wenn's mich stört nachher, dann habe ich andere Mechanismen, wie ich das wieder unterbinden kann, dass sie im Unterricht spielen. Da gibt es zum Beispiel das neue LA-Teaching-System, aber das ist eine andere Geschichte. Wieder, da habe ich als Lehrer Werkzeuge, sagen wir mal, um das zu verhindern. Also bin ich froh, dass sie das eigentlich dürfen. Super. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Okay, danke.